Was geht ab, Mann und Sie weiter, Oser hier. Und zu einer weiteren Reaktion, diese wird aber ein wenig kurz sein, beziehungsweise vielleicht ein bisschen anders. Nämlich, es geht um den Dragon Ball Film. Dragon Ball Film, der Ende dieses Jahres erscheinen wird. Wir haben ja damals einen Trailer bekommen von dem Film. Ich fand den Trailer auch ganz geil. Ich fand auch den Stil geil, wie das Ganze gezeichnet wird. Ein bisschen oldschool-mäßig, sage ich mal. Und dann haben wir quasi einen Willen gesehen, einen anderen Saiyan mit einer grünen Aura. Und als jeder das gesehen hat, hat er am Anfang gesagt, vielleicht, also was heißt jeder, aber bei mir war das so. Warte mal, der hat eine grüne Aura, der sieht aus wie Broly. Natürlich haben das dann wahrscheinlich viele vergessen und da haben gemeint, ja, Broly, das kann nicht sein. Und neuerdings, beziehungsweise seit heute ist es quasi, oder je nachdem seit gestern, wenn ihr das ansehen werdet, ist es quasi offiziell. Der Villain, der Bösewicht oder der Gegner im nächsten Film, im neuen Film, der Ende dieses Jahres erscheinen wird, Dragon Ball Super Film wohlgemerkt, er spielt nach dem Anime, ist Broly. Ja, Freunde. Ich habe das im Stream, wir haben das im Stream mitbekommen, als wir da gesammelt haben für LL Vegito und Gogeta. Ihr habt da wahrscheinlich meine Reaktion gesehen. Ich war da legit baff. Ich wusste am Anfang nicht, was ich davon denken soll. Also, ich wusste halt wirklich nicht, was ich davon denken soll. Ich bin eigentlich einer, ich mag Broly, um ehrlich zu sein. Ihr habt es mir quasi nur gesagt im Stream. Ihr habt gesagt, hey, Broly, komm zurück, was? Broly, Broly. Und ich dachte, was? Broly? Der erste Gedanke war, Broly, der Broly, den ich kenne. Ich finde zwar Broly geil, aber ich dachte mir in meinem Kopf dann, den muss ich nicht wiedersehen. Okay, da habe ich kurz auf Twitter quasi gewechselt, da im Stream, und da habe ich dieses Poster gesehen. Das ist das Poster zum Movie, das ist das Poster zum Film. Und als ich diesen Broly hier gesehen habe, ich habe da ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten im Stream, aber als ich diesen Broly gesehen habe, da dachte ich mir, das ist zwar Broly, steht auch, by the way, wenn ich mal runterscroll, zum, ich werde den Link auch in der Beschreibung setzen, zum Bild selbst. Dragon Ball Super Film Broly, ja, wir wissen, 12. Also, was heißt 12.14. 12.14. Sorry, 14.12. kommt in den japanischen Kinos quasi, beziehungsweise weltweit, Fragezeichen. Ich habe gerade irgendwie weltweit im Kopf, aber ich bin mir da nicht sicher. Lasst euch nicht irritieren, 14.12. auf jeden Fall in JP vor allem. Und Broly, Dragon Ball Super Broly. Wie gesagt, als ich das Bild von Broly gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist ja Broly. Es sieht halt wirklich so aus. Ich muss es ein bisschen verarbeiten, habe es dann später realisiert. Aber als ich diesen Broly gesehen habe, dachte ich mir, das ist ja Broly. Aber das ist nicht der Broly, den wir kennen. Was meine ich damit? Den Broly, den wir kennen, war quasi ein legendärer Super Saiyan. Er war einer unter tausend, der quasi richtig stark war, dessen Powerlevel ins Unermessliche steigt. Dieser Broly hier sieht aber anders aus. Das ist nicht der Berserker-Broly, sag ich mal, der einfach wild herumschreit. Stark ist einfach nur schreit, Kakarot, Kakarot, Kakarot. Auch wenn die Broly-Filme, der erste zumindest geil anzusehen war damals, war eben mein erster Gedanke, als ich Broly nur gehört habe, muss nicht sein. Aber als ich das Bild gesehen habe, wurde ich irgendwie heiß. Ich wurde heiß. Ich wurde interessiert, also mich hat es interessiert, mich hat es total interessiert. Ich wollte wissen, was jetzt abgeht quasi. Weil dieser Broly, wie gesagt, der sieht für mich anders aus. Was meine ich damit? Was meine ich damit? Wir haben hier quasi auch ein bisschen mehr aus den Tweets. Shoutout natürlich an alle, die das hier getweetet haben. An Ken Zyro und Govita hier an der Stelle natürlich, an die ganzen Boys. Und es ist wie gesagt offiziell nun auch, es ist wirklich offiziell. Kevisual Dragon Ball, der 20. Film, Ende des Jahres, Dragon Ball Super Broly heißt es, The Greatest Enemy Saiyan. Wir wissen, der Film, 14. Dezember, by the way, Release. Wir wissen, der Film handelt von Saiyajins und deren Herkunft. Das ist wichtig, ihre Herkunft. Das wird noch ein Film, by the way, noch ein Film, sage ich. Noch ein Bild, sieht wirklich geil aus. Wir sehen dann unten natürlich auch noch Broly in seiner Form. In seiner Form, die wir eigentlich kennen, Legendary Super Saiyan, aber ich denke, diese Form wird man ein wenig umwandeln. By the way, wie das kommen wird, wird man quasi dann selbst später erfahren, im Film selbst. Ah, wir haben ein Statement, ein Kommentar von Akira Toriyama selbst. Nämlich, es war ja so, was meine ich damit, bevor ich vielleicht mal das hier durchlese oder sage, was da quasi drin steht. Also mir hat jetzt der Anschein, dass dieser Broly quasi anders aussieht. Ich habe gehofft, Shoutout ja auch an Ruffy, ich habe quasi sein Video angesehen danach direkt und da was kommentiert auch und er hat auch gemeint, okay, wir müssen da gucken, wie das aussieht, es könnte eine neue Schöpfung sein, ein Reboot von Broly sein, habe ich auch gehofft, beziehungsweise hat mir dieses Bild hier, hat mir signalisiert, das ist ein neuer Broly, das ist ein Reboot. Das ist nicht der Broly, den wir kennen. Ich sage es immer und wieder gerade. Ich wiederhole mich gerade sehr oft. Sorry dafür. Aber ich hoffe und ich gehe davon aus, dass dieser Broly mehr Charakter haben wird als den Broly, den wir kennen. Denn so, ich mag Broly, so ist es nicht. Aber er hatte keinen Charakter. Er hatte keine Story. Er hatte keinen Hintergrund. Gar nichts. Er war einfach nur da. Ist eskaliert. Aber dieser Broly sieht für mich aus durch seinen Blick, durch seine Grimasse. Dieser sieht für mich aus. Er hat Charakter. Er sieht für mich aus als Charakter. Es sieht für mich aus wie ein Reboot. Es sieht für mich aus wie ein neuer Broly. Und ich hoffe. Ich will ja an der Stelle nicht spoilern. Diejenigen, die Dragon Ball Legends gespielt haben, da ist eine Rede von einer Art von Saiyajin.
Ich will eigentlich hier echt nicht spoilern. Ich weiß auch nicht, ob ich das Wort sagen soll oder nicht und ob es was damit zu tun haben wird, aber denen, die sich mit in der Szene auskennen mit den Dragon Ball Super Filmen, das Wort fiel schon. Anderen würde ich kurz bitten, einfach vielleicht stumm zu schalten für 10 Sekunden oder so. Antike Saiyajins. Antike Saiyajins, das meine ich damit. Und ich denke, Broly ist quasi einer dieser Saiyajins und das gibt diesem Broly umso mehr Impact, finde ich. Dafür, dass er ein Reboot ist, dafür, dass er Charakter haben wird, dafür, dass er eben diese Art von Saiyajin ist und wir wissen, dass der Film von Herkunft, von den Wurzeln des Saiyajins handeln wird und diese quasi Schiene gehen wird. Diese antike Schiene. Finde ich geil und das hat mich quasi noch mehr scharf drauf gemacht, geiler drauf gemacht, diesen Film zu sehen. Broly gibt es geteilte Meinungen, viele hassen ihn, viele mögen ihn. Ich würde einfach bitten, quasi das einfach mal so zu akzeptieren, weil alles, was quasi Dragon Ball Super in der Vergangenheit gemacht hat, war am Anfang erstmal, nein, wollen wir nicht, hört auf mit dem Scheiß. Freezers Comeback, Resurrection F zum Beispiel, ein Evil Goku Black zum Beispiel wurde auch nicht angenommen. Aber das, was sie gemacht haben, quasi diesen Fanservice, haben sie verdammt nochmal gut gemacht. Wenn ihr überlegt, Angel Gohan und Freezer im Tournament of Power 1A, wie die sie ihn umgesetzt haben. Wir waren alle baff, als sie das gesehen haben. Goku Black Rosé haben sie sehr, sehr gut gemacht. Deswegen sage ich hier an der Stelle euch auf jeden Fall schon mal, gib dem Ganzen eine Chance. Gib dem Ganzen eine Chance mit Broly. Und das, der Kommentar von Toriyama Sensei selbst quasi sagt, jeder kennt quasi an der Stelle Broly. Er hatte quasi gesagt, er hat zwar am Design von den damaligen Filmen oder am Brolys Design gearbeitet, aber er hat nicht den Content, nicht den Story-Content zu Broly geschrieben. Deswegen kam es nicht von ihm selbst, sondern nur quasi das Design mehr oder weniger, okay? Und trotzdem weiß er auch, okay, Broly ist nicht nur in Japan populär. Ja, based quasi, sondern auch weltweit, sondern Übersee heißt es hier quasi drin, okay? Und darauf basierend hat er sich quasi gedacht, okay, er will Broly zurückbringen. Er will Broly zurückbringen in seiner Interpretation. Er wird quasi diesen Story-Content schreiben, den wir damals in damaligen Broly nicht haben. Und darauf bin ich so scharf, dass das Ganze von Toriyama-Sensei selbst kommt, dass das Ganze ein Reboot wird. Weil ich denke, und er schreibt es hier auch, ich werde den Link in der Beschreibung setzen, ihr könnt es gerne setzen. Er schreibt ja auch, er ist quasi scharf darauf zu sehen, mehr oder weniger. Ich übersetze das jetzt nicht eins zu eins, sondern wie ich es verstanden habe. Mehr oder weniger scharf darauf, wie Goku und Vegeta auf diesen Broly reagieren werden. Er ist quasi fasziniert von dem Broly, den er quasi gerebootet hat, den er neu erschaffen hat. Und es quasi heißt darauf auch mehr oder weniger, darauf zu sehen, wie die anderen Saiyans darauf reagieren werden. Und auch Freezer wird hier quasi meine Stimme droppt gerade, sorry, ist ein bisschen nachts. Ihr wisst, die Plays bei nachts. er ist quasi auch scharf darauf, um zu sehen, wie Freezer hier darauf reagiert. Beziehungsweise wie Freezer, das war gerade eine Künstlerpause, beziehungsweise wie Freezer hier quasi mitwirken wird, ein Teil in Bezug auf Teil der History der Saiyajins, ja. Und dass wir quasi eine große Verbindung haben mit allem, schreibt hier drin. Und hier kommt der allmächtige Broly quasi, schreibt hier in Mounts including lots of other Content on the fans will enjoy. Ja, also ich bin echt gespannt auf den Reboot von Broly. Also es steht hier quasi drin, es ist offiziell. Broly wird der Bösewicht sein. Broly wird quasi hoffentlich dann, ja, der Dragon Ball Super Film, müsste sein, ob er dann an der Stelle canon ist oder nicht, aber eigentlich sollte dieser Film canon sein, so wie ich das verstanden habe, weil ich denke, das spielt ja auch nach Dragon Ball Super und danach sollten viel. Wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht, ob danach das in Serien kommt, so wie Resurrection F. Aber der Film selbst, ich weiß nicht, hilft mir am besten in den Kommentaren, canon, nicht canon. Ich weiß nicht, ob der Fan, falls der Film canon ist, falls er schon bestätigt wurde, ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Dann hey, willkommen im Broly, falls nicht, dann guck mal, was da in Zukunft auf jeden Fall abgeht. Was hattet ihr davon von Broly quasi, von Brolys Reboot? Ihr müsst es quasi echt als Reboot sehen. Ich bin heiß auf den Dude, vor allem. Freunde, es handelt von der Vergangenheit, von der Herkunft, von den Wurzeln der Saiyajins. Nicht nur, dass der Schauplatz geil ist, ja, so ein Antarktis-like, würde ich mal sagen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht viele spoilern, deswegen, vielleicht kennst du ja nicht viele. Nicht nur das, sondern auch das Design. Schaut euch mal bitte an, wie Vegeta und Karot hier aussehen. Die sehen richtig geil aus, finde ich. Ich finde die brutal geil. Vom Zeichenstil her, falls du die neuen Leaks von damals gesehen haben, was heißt Leaks, wahrscheinlich war das offiziell, wo sie so quasi Mantel tragen, weil es in der Antarktis, im Antarktis-Schauplatz oder whatever, wo das war, ein bisschen kalt ist oder was auch immer. Es geht in die antike Schiene, es geht in die Vergangenheit, in die Herkunft, in die Wurzeln des Saiyajins und das macht mich umso mehr
umso mehr scharf drauf zu wissen, was da abgeht in dem Film selbst. Und ich finde es umso geiler, je mehr ich darüber nachdenke, dass gerade Broly diesen Platz des Gegners einnimmt, weil Broly ist eigentlich mysteriös. Und ich denke, schaut euch mal die Grimasse von dem an. Die Grimasse sagt, ich weiß warum, aber das Bild hat so viel Impact und so viel Charakter, wie ich es bei Broly noch nie gesehen habe. Haltet mich verrückt, ich weiß es nicht, aber ich finde es einfach so und ich denke, gerade, dass die Broly als Gegner genommen haben, in Bezug darauf, dass sie über die Vergangenheit der Saiyajins was wissen werden, finde ich umso besser. Was haltet ihr, wie gesagt, davon? Lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen an der Stelle. Und dann hoffe ich, das Ganze hat auch dementsprechend auch gefallen, meine Reaktion quasi. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.